Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 17. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Und mit dieser Energie beginnt den Tag. Und das spüren wir auch. Etwas im Glanz zu bringen, Anerkennung bekommen oder auch mal gerne in den Mittelpunkt stellen. Und vor allem hier bewegt sich auch Merkur, Venus und Mars. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Gesprächen, Terminen, Verträgen. Da ist noch eine gewisse Spannung zum Uranus. Das kann eine unangenehme Nachricht sein. Oder wir sollen vorsichtig sein bei Verträgen. Die Spannung ist vorprogrammiert. Aber Venus bewegt sich schneller als Uranus. Uranus ist dazu noch rückläufig. Und somit löst sich diese Spannung wieder. Merkur entfernt sich, natürlich Uranus auch. Also das beruhigt sich, diese Lage. Oder in den kommenden Tagen haben wir einen besseren Zeitqualität, Terminen ausmachen oder einen Vertrag unterschreiben. Heute würde ich das noch nicht tun. Venus entfernt sich auch langsam von diesem Sonne-Konjunktion und nähert sich zum Mars. Venus bewegt sich schneller als Mars. Das könnte ein Treffen sein. Und Thema ist natürlich bei Mars und Venus Liebe, Partnerschaft. Mars befindet sich im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Und langsam wirkt die Jungfrau-Energie, etwas in Ordnung zu bringen, etwas klären, bedeutet auch Heilung. Besonders, wenn es um die Liebe geht. Also das nähert sich diese Energie. Mond hat eine abnehmende Mondphase. Das eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Aber wir sollen immer darauf achten, das soll niemals ein Halbmondtag sein, weil das wirft alles zurück. Erreichen wir genau das Gegenteil. Im Bild ist auch sichtbar, das Mond trifft mit Schwarzmond. Das hat mit schwarzer Energie oder sowas überhaupt nichts zu tun. Das ist die Lilith-Energie. Und wenn die beiden sich miteinander begegnen, dann spüren wir unsere Sehnsüchte ganz intensiv. Besonders in Tierkreiszeichen Fischen, wo um Wasserelement handelt. Und Wasserelement hat immer mit unseren Gefühlen und mit unserem Unbewussten was zu tun. Mond bewegt sich relativ schnell Vergleich zum Planeten und erreicht auch Neptun und bildet sich heute ein Mond-Neptun-Konjunktion in Tierkreiszeichen Fischen. Neptun ist rückläufig, das hat oft mit Erinnerungen auch was zu tun, aber auch Träume, Sehnsüchte und aktiviert auch unsere Kreativität. Mond bildet sich ein Sextil zum ein rückläufigen Saturn. Saturn stärkt das alles, weil Saturn hilft dabei, etwas in Form zu bringen. Und Saturn belehrt uns auch unseren Gefühlen, auch unseren Sehnsüchte und Wünsche auch mal ernst zu nehmen. Saturn bildet sich ein Aspekt auch zum Jupiter. Und das nennt man ein Halbsextil und das ist eine gegenseitige Unterstützung. Es handelt sich um unsere Chancen, Möglichkeiten, etwas vergrößern, aber handelt sich auch um Gerechtigkeit.
Und Saturn unterstützt uns dabei, dass auch hier etwas geklärt wird. Wir haben wahrscheinlich auch hier Lernaufgabe. Es nähert sich aber zum einen Jupiter-Neptun-Quadrat und das bedeutet Täuschungen, Vortäuschungen und auch Enttäuschungen. Und das empfinden wir auf jeden Fall als ungerecht. Wir haben heute ein Chiron-Uranus-Halbsextil. Bedeutet auch gegenseitige Unterstützung. Bei Uranus-Energie handelt es sich um Veränderungen oder unerwartete Ereignisse. Uranus ist rückläufig, das hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Chiron oder Chiron ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun und löst Heilung aus. Also eine Heilenergie auf jeden Fall. Oder wenn wir uns befinden in einer Lebenslage, in einer Situation, was uns gerade kränkt, da kommt auch Heilung. Also da wird etwas geklärt und bekommen wir Unterstützung von Nähe. Chiron ist nicht nur die Heilung, nicht nur die Energie, was zeigt, was uns kränkt, sondern hat oft mit Beruf und Berufung was zu tun. Viele Menschen verspüren diese Sehnsucht, die Berufung zum Leben und das kann jetzt in eine heilerische Beruf sein und die Uranus-Einfluss bedeutet, da kommen Veränderungen. Ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen haben gerade berufliche Veränderungen und gehen in diese Richtung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.